herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es tut mir so leid, wie ich gerade aussehe, wirklich. Ich bin gerade inmitten einer Extensions entfernen Session. Ich bekomme die am Freitag neu rein und deshalb dachte ich mir, heute ist Montag, ich mache die heute schon mal raus. Aber ich will eigentlich ja dieses Ergebnis jetzt gleich gar nicht sehen, wie ich ohne aussehe. Ich will es wirklich nicht sehen, aber ich konnte jetzt auch nicht mehr abwarten. Keine Ahnung. Und die müssen halt jetzt hochgesetzt werden, mein Ansatz natürlich gemacht werden. Also bei mir, mein Kopf ist jetzt mittlerweile schon wieder eine Komplettbaustelle. Und ich freue mich jetzt schon auch vor allem mit Ansatz und so weiter. Ich finde auch mein Schwarz hier vorne sieht schon so, so schlimm aus. Also wenn man dann sieht, wie es frisch aussieht, dann merkt man erst, wie hässlich es jetzt schon aussieht. Und hier vorne sind nämlich auch so ein paar Strähnen, wo dieses Schwarz schon so komplett rausgegangen ist. Seht ihr, das ist jetzt schon so braun und es muss einfach komplett neu gemacht werden. Und ja, jetzt dachte ich mir, mache ich heute direkt mal die Extensions raus. Ich habe mir dafür ja hier diesen Extensions Remover, dieses Spray geholt. Und ich mache dann noch Haaröl drauf. Und dann habe ich hier noch meinen Stielkamm und... dann kann ich das jetzt so der Reihe noch entfernen. Ich habe schon fast alles raus. Die Seite ist schon komplett ohne. Und auf der Seite sind jetzt noch zwei. So, hier sind sie nun. Die muss ich natürlich nachher auch gleich noch waschen. Und also das sind nicht alle. Hier unten drunter liegen noch welche. Das ist jetzt sozusagen die rechte Seite und das andere Wort ist dann unten drunter ist die linke Seite. Oh mein Gott, und jetzt erstmal meine Haare waschen. Ich habe jetzt so viel Öl auf dem Kopf, das ist so ekelhaft. Also jetzt erstmal unter die Dusche. So Leute, meine Haare sind fertig. Das sind meine Haare jetzt. Ja. Hier ist es halt alles, was mal kurz war, ist jetzt schon so lang gewachsen, also man kann sich echt nicht beschweren. Und ja, ich denke, wenn wir die dann am Freitag machen, werde ich das hier abschneiden. Also bis zu dieser Strähne hier vorne, dass das hier noch wieder ein bisschen kürzer wird, so Kinnlänge. Und ja, aber dann machen wir eh wieder die Extensions dran. Und es war halt so... ein bisschen so asymmetrisch so ein bisschen. Hier hinten merke ich gerade, habe ich noch irgend so einen Kleber. Kleberrest. Es war halt so asymmetrisch und dadurch ist das halt die schöne Seite. Und das hier ist halt noch die problematische Seite. Die ist immer noch kürzer. Also man sieht es hier, das hier ist immer noch kürzer. Und ja, hier das Stück, denke ich, schneide ich aber ab, damit es dann mal wieder kompakter wird. Ja, der Plan ist jetzt bei mir so weit, dass ich jetzt gleich losgehe. Ich muss nämlich ein Paket bei einer Packstation abholen. Sonst wird es nämlich wieder zurückgeschickt. Ich habe das irgendwie voll vergessen. Das war was von Pomelo, glaube ich. Und das hole ich jetzt, weil eigentlich hätte ich bei mir in der Nähe halt gleich eine Packstation, aber da muss ich jetzt ein Stück laufen, weil meine Packstation war voll. Und jetzt muss ich das noch abholen, aber schadet mir gar nicht, wenn ich mal eine Runde spazieren gehe. Und da muss ich noch irgendwo hin, weil ich muss noch Trockenfutter für die Katzen kaufen. Und genau, das mache ich jetzt auch sofort. Übrigens, ich muss schon wieder jammern, weil ich fühle mich echt nicht gut. Gerade so optisch wieder richtig Tiefpunkt. Jetzt habe ich natürlich noch die Extensions rausgemacht. Es wird natürlich auch nicht besser, aber ich muss sagen, vom Gewicht her, es ist wirklich Katastrophe. Und jetzt seit zwei Tagen, ich hatte gehofft, dass es heute besser ist, ist es aber nicht. Aber seit zwei Tagen ist es richtig schlimm. Ich habe nämlich am Samstag Alkohol getrunken. Also ich mache das nicht oft, aber am Samstag habe ich echt was getrunken und... ich fühle mich so wie so ein Hefekloß, so richtig aufgegangen. Ich glaube, ich habe gefühlt 10 Kilo Wasser eingelagert und das ist halt heute immer noch da. Und ich fühle mich so aufgedunsen einfach. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, mir tut alles weh. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo so reindrücke, das tut teilweise richtig weh.
Und ich fühle mich gerade echt so, dass ich am liebsten nur einen Kartoffelsack tragen möchte, dass bloß keiner irgendeinen Umriss von meiner Figur sieht. Und ja, am liebsten halt über dem Kopf jetzt auch noch. Ja, und seht ihr hier die Haare? Also das ist halt echt nicht mehr schön. Hier vorne diese Strähnen. Ist halt immer schwierig bei blondierten Haaren, dass die Farbe hält. Und jetzt sieht es hier halt, ist schon alles so braun und so. Und das muss auf jeden Fall auch wieder frisch gemacht werden. Und ich fühle mich jetzt gerade so richtig unwohl. Und ich fühle mich auch so schwer. Also gefühlt so schlapp einfach. Richtig müde. Von daher, ich muss jetzt raus und muss jetzt diesen Weg auch zu Fuß gehen, damit ich echt mal was mache und mal ein bisschen vorankomme und mich mal bewege, weil das ist nicht mehr feierlich. Und ich habe mir hier übrigens auch schon Brennnesseltee gemacht, damit hier mal ordentlich entwässert wird, weil ja, davon muss ich heute, hoffentlich schaffe ich zwei von diesen Kannen. Juhu! Trockenfutter-Gang! Warte, warte, warte. Oh, Babes. Upsi. Schau, Mimi, das ist für dich. So, ich habe mir jetzt hier Salat gemacht und genau, ich habe mir nämlich bei Rewe aus der Salatbar hier so Salat mitgenommen mit so Feta-Käse, Paprika, Oliven und so weiter und so fort. Und ich habe halt hier nur noch meinen Eisbergsalat geschnitten, ein bisschen Dressing drüber. Und es ist riesig. Es ist riesig, es ist eine Riesenschüssel. Aber ich habe gerade so das Verlangen danach. Ich will gerade nicht mal irgendwas so Kohlenhydrate-mäßiges essen, sondern ich will gerade einfach nur was Gesundes essen. Von daher, ich freue mich jetzt so sehr, das zu essen. Ich habe mir gerade die Mühe gemacht und mich hier vor meine Lichter gesetzt. Puh, ich bin gerade von der Tür rein und ey, dieser Vlog, glaube ich, ist richtig komisch, weil ich habe gefühlt gestern angefangen zu vloggen, habe dann aber irgendwie gar nicht mehr weiter gevloggt. Heute im Laufe des Tages hatte ich dann das Gefühl, shit, du hattest gestern angefangen zu vloggen, aber irgendwie habe ich heute auch keine Lust. Und dann war ich bei Teddy. Und dann kam die Motivation. Oh mein Gott, so dumm. Nee, aber ja, gestern habe ich meine Extensions rausgemacht, meine Lieben. Habe ich meine Extensions rausgemacht und ich kann euch mal
Habe ich euch überhaupt noch gezeigt, wie ich aussehe? Ich glaube nicht mehr. Ich war dann gestern Abend noch bei Konzi, da haben wir Bilder gemacht. Und ja, mehr glaube ich, habe ich auch nicht mehr gevloggt. Und ja, das sind jetzt aktuell meine Haare. Also ich kann natürlich jetzt gerade so... Boah, wenn es mir nein. Ich kann so natürlich jetzt gar nichts mit anfangen. Hier natürlich, der Pony ist jetzt auch richtig teuer. Also ich habe das jetzt überhaupt nicht gestylt. Aber also, wenn man es so sieht, finde ich jetzt Katastrophe. Aber wenn man bedenkt, wie kurz die waren, sind die hier oben halt jetzt wirklich schon extrem lang. Die gehen schon bis zum Ohr. Ja, aber das ist natürlich jetzt komplett Baustelle, aber zum Glück nur noch 3 Tage und dann bin ich erlöst und bis dahin trage ich Perücken oder Mütze. Das ist halt jetzt so. Ja, und heute war dann auch wieder so ein Tag, ich war so, keine Ahnung, ich habe es euch ja, glaube ich, gestern habe ich schon angefangen darüber zu reden, oder? Habe ich angefangen darüber zu reden? Ich weiß, es tut mir so leid, dass ich oft so anfange mit den Vlogs. Es ist auch für mich so, in Passau hatte ich so meine Routine, da habe ich gefühlt morgens halt angefangen mit dem Vlog und zack, zack, durchgezogen, weil ich halt sonst nichts zu tun hatte in Passau. Da konnte ich mich den ganzen Tag so krass auf dieses Vloggen konzentrieren. Und hier bin ich halt mehr unterwegs, hier habe ich mehr zu tun irgendwie. Und dann vergesse ich das immer zu vloggen irgendwie. Also von daher, es tut mir furchtbar leid, dass es sich oft über 2 Tage zieht oder irgendwie nicht so regelmäßig ist oder so. Genau. Auf jeden Fall bin ich seit Tagen irgendwie so müde und kaputt und keine Ahnung. Irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin. Also ich bin niemand, der tagsüber schlafen kann, aber ich fühle mich irgendwie so. Ich bin so, so müde. Ja, gestern habe ich dann geschafft, tatsächlich Salat zu essen. Also gestern war ich richtig gut diszipliniert. Ich fühle mich auch heute deshalb irgendwie schon besser. Dann habe ich heute Morgen direkt 20 Minuten... Und dann habe ich ja gestern, stimmt, mein Paket abgeholt. Da bin ich zu Fuß gelaufen, die komplette Strecke. Dann habe ich heute Morgen 20 Minuten Hula Hoop gemacht. Ich trinke fleißig Tee und Wasser. Und ja, vorhin haben wir uns einen Bubble Tea gegönnt. Allerdings muss ich sagen, habe ich heute Morgen eine Kürbissuppe gegessen, also mittags. Die hatte so 300 Kalorien und dann ist der Bubble Tea auch noch drin und nachher esse ich nur noch Salat, von daher ist das auch okay. Und ich war heute wieder viel unterwegs. Ich war jetzt auch noch die letzte Strecke. Also das war jetzt sowieso wieder, ich fahre heim. Wir haben uns eben gerade noch einen Bubble Tea geholt. Ich fahre dann Richtung wieder heimwärts. Und dann fällt mir ein, auf dem Weg ist eine Norma und bei Norma kaufe ich immer mein Katzenstreu. Dann dachte ich mir, okay, dann gehst du noch zu Norma, komm, machst du jetzt gleich, wenn du schon vorbeifährst, steigst du aus, holst du dir das Katzenstreu. Ja, dann bin ich natürlich da, gibt es nicht nur Norma, sondern da war noch mehr. Und dann habe ich gesehen, da ist ein Teddy. Dann habe ich geguckt, ob da offen ist. Und ja, also da standen keine Leute. Ich habe gefragt und ich durfte sofort rein. Und dann bin ich wieder so richtig motiviert gewesen und ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt. Ein kleiner Teddy holen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, ich war auch vorhin noch, das war auch der Grund, warum wir dann auch Bubble Tea geholt haben, also weil ich schon, das Ding war, erstens, ich habe gestern bei Konzi mein Ladekabel vergessen, richtig bescheuert, und meine Friseurscheren, wir haben ihm gestern nämlich die Haare gefärbt, ich muss euch ein Bild einblenden, wir haben nämlich gar nichts mehr gefilmt dann, nicht mal mehr das Endergebnis, richtig Katastrophe bei mir. Und ich blende euch einfach ein Bild ein. Da haben wir gestern die Haare gefärbt. Dann habe ich, genau, mein Ladekabel vergessen. Und ich habe meine Scheren vergessen. Ich habe meine Clips vergessen. Alles. Also musste ich heute nochmal hin. Und dann hatte ich einen Termin bei Humana. Das ist so ein Secondhand-Shop, wo ich gerne hingehe. Und da habe ich mir einen Termin ausgemacht und habe ein bisschen geguckt. Da habe ich auch 2 Teile gefunden. Da gab es auf alles 50%. Und dann war ich eben jetzt, dann haben wir Bubble Tea getrunken, dann bin ich nach Hause. Und dann auf dem Weg habe ich jetzt noch einen Teddy gefunden und dann war ich noch bei Teddy. Und ich muss gleich vorneweg sagen, ich will jetzt hier gar nicht so viel labern eigentlich, weil ich fühle mich gerade gar nicht so in der Mut, mich jetzt hier vor diese Lichter zu setzen. Aber ich habe in der letzten Zeit des Öfteren mal Kommentare bekommen. Es ist eigentlich immer so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Leute sehen wollen. Das gilt natürlich jetzt nicht für alle. Und die, die es gefragt haben und die diese Kommentare geschrieben haben, die haben es natürlich auch nett formuliert und so. Aber trotzdem muss ich sagen, ist das oft immer so ein bisschen, ich weiß es nicht, so,
wieder diese Situation so mit der Pistole. Ich fühle mich dann immer so, ich mir denke so, hä, wieso muss ich immer für alles eine Rechenschaft ablegen? Wirklich Katastrophe. Und wir hatten ja jetzt letzten Montag war das, diese Click-and-Meet-Termine gemacht. Und dann kommt natürlich, also ich weiß nicht, was, wie ich es recht machen soll oder ich weiß nicht, was ich machen soll, damit das, damit sowas nicht immer kommt, damit nicht immer irgend sowas, wie soll ich sagen, so ausgelöst wird. Jetzt nicht nur in Form vom Shoppen gehen, sondern allgemein gefühlt habe ich, ja, kommt so vor, ich mache immer alles falsch. Aber ja, wir waren shoppen und unter diesen Videos kamen natürlich die Kommentare, wie kannst du dir das alles leisten, gerade jetzt im Lockdown, wie machst du das? Du gehst immer shoppen, immer. Du, ich habe schon gelesen, ich bin kaufsüchtig, alles. Boah, Miley. Alles Mögliche. Und ich denke mir dann immer, keine, wie soll, ich will mich auch gar nicht rechtfertigen, aber erstens, wie kann ich mir das alles leisten? Ja, ich arbeite. Also, ich will auch gar nicht weit ausholen, wo sich meine Einnahmequellen befinden, weil das bin ich auch niemandem Rechenschaft schuldig und so. Und ich glaube, es würde auch niemand auf der Straße zu irgendjemandem hingehen, wo man sieht, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei, was weiß ich, H&M stehe und die Frau vor mir bezahlt 200 Euro, dann würde ich auch nicht hingehen und sagen, wie können Sie sich das alles leisten? Es ist doch gerade Lockdown. Also von daher, das ist für mich immer so. Und dann sieht man in dem Video, dass ich, keine Ahnung, hier unterwegs bin und hier einfach bei diesen Läden ein bisschen geguckt habe. Und dann ist direkt wieder so dieses, ja, es interessiert mich aber, wie sie sich das alles leisten kann und so weiter und so fort. Und ich meine, wie gesagt, ich arbeite, ich mache ja auch was dafür. Und ich will, wie gesagt, nicht aufzählen, welche Einnahmequellen ich habe. Aber was ich sagen will, was mich so nervt und was mich irgendwie so ein bisschen, da fühle ich mich, angegriffen ist das falsche Wort, aber ich denke mir immer so, ich lade hier. Fast im Durchschnitt, es ist immer ein bisschen Pause dazwischen, aber wenn ich den Monat sehe und die Anzahl der Videos, die ich hochlade, lade ich im Schnitt jeden zweiten Tag ein YouTube-Video hoch. Und Leute, das ist Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. Ich sitze da Stunden oft, um diese Videos zu schneiden. Ich, ja, wie soll ich sagen? Das ist nicht nichts tun, dass ich, und jeden zweiten Tag ein Video hochladen, das ist schon Arbeit. Also im Monat 15, 16 Videos hochzuladen, das ist auch Arbeit. Tatsächlich. Und ich, da fühle ich mich dann schon ein bisschen, das macht mich ein bisschen traurig, weil ich mir denke, dann, das sieht halt immer so aus, so, wo hat die ihr Geld her? Die tut ja nichts. Wisst ihr, also ich bin, soll jeder schreiben, was er will. Aber in der Hinsicht muss ich sagen, es ist nicht so, dass ich nichts tue. Von daher immer gut überlegen und ja. Außerdem ist es für mich einfach gerade so, ich meine, ich, wie gesagt, ich will mich gar nicht rechtfertigen, aber ich bin halt auch jetzt hier in diese Stadt gezogen. Ich habe hier so viele Möglichkeiten. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass ich die letzten Wochen, Monate auch, konnte man ja auch nicht so shoppen gehen und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt alles nachholen muss, aber vielleicht doch ein bisschen und mein Gott, ich habe wirklich das letzte Jahr so viel gespart. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war, was man ganz stark gemerkt hat letztes Jahr, ist, dass ich erstens mit diesen Vlogs so richtig angefangen habe. Ich meine, ich kann nicht alleine von diesen Vlogs leben, das muss ich auch dazu sagen, obwohl ich schon so viel dafür tue. Ich kann einfach nicht, das alleine reicht bei weitem nicht. Das deckt nicht mal meine Fixkosten. Aber trotzdem habe ich mir da jetzt auch ein bisschen was aufgebaut damit. Und da muss ich auch dazu sagen, dass das komplette letzte Jahr ich eigentlich nur anfange. Also vor Februar ist es ein Jahr gewesen, Miley, dass ich das letzte Mal tätowieren war. Ich war auch ganz, ganz lange nicht tätowieren, habe mir dadurch jetzt auch super viel Geld gespart. Und ich meine, ich bin jetzt umgezogen. Und das, was ich euch jetzt zeige, das ist einfach so, es ist halt, ich habe eine neue Wohnung. Ich habe jetzt, ich habe mich ja komplett neu eingerichtet eigentlich auch, beziehungsweise auch vom Stil her viel verändert. Und darauf habe ich mich eigentlich am meisten gefreut, immer die letzten Wochen. Ich habe es auch zu Chantal schon immer gesagt, dass wir uns so drauf freuen, wenn man endlich wieder die Möglichkeit hat, rauszugehen und irgendwo vor allem Deko shoppen zu gehen.
Und ich finde, Klamotten habe ich jetzt nicht so viel gekauft. Das war halt jetzt, gut, was ist viel, was ist nicht viel, das sieht jeder anders. Das war jetzt eigentlich so, naja, auch einfach dieses, ich bin in Berlin und ich habe sowieso, man konnte jetzt sowieso wochenlang nicht einkaufen gehen. Und bei den Deko-Sachen, I'm sorry, aber ich will halt hier einfach jetzt alles schön machen und so. Und ich freue mich auch, morgen kommt meine Wohnwagen und da freue ich mich schon so, das alles wirklich schön zu dekorieren. Und genau, und das ist wirklich schon seit Wochen so, das habe ich auch zu Chantal schon immer gesagt, dass wir uns so drauf freuen, wenn endlich der Zeitpunkt kommt, wo man einfach wieder richtig in den Laden gehen kann, um einfach zu shoppen so. Ja, und das freut mich gerade so. Es ist einfach so schön reinzugehen und sich die Sachen angucken zu können und einfach das... Ja, sich, vor allem, ich habe die letzten Jahre wirklich keine Deko gekauft. Nix. Null. Also, ich habe damals in Straubing habe ich viel Deko gekauft, weil das war natürlich meine erste Wohnung. Da hatte ich ja gefühlt vorher noch gar keine Deko. Da habe ich viel gekauft. Dann habe ich eigentlich nach Passau alles mitgenommen. Also, da habe ich eigentlich wieder genauso dekoriert wie in Straubing. Habe vielleicht noch ein, zwei Sachen mehr gekauft, weil ich da auch ein bisschen eine größere Wohnung hatte als in Straubing. Aber dann habe ich jetzt wirklich die letzten Jahre, nachdem so gefühlt alles seinen Platz hatte in meiner Wohnung, ich habe auch nie was ersetzt. Also die Deko-Sachen, die ich bisher hatte, die hatte ich wirklich von Anfang an. Und von daher, jetzt dadurch, dass sich mein Einrichtungsstil auch so farblich und alles ein bisschen geändert hat, ist es halt jetzt einfach an der Zeit, gewisse Dinge neu zu kaufen. Und ich finde, dass ich auch zum Beispiel bei meinen Möbeln, muss ich auch dazu sagen, hatte ich manche Möbel, also der Schreibtisch, den ich vorher hatte, der mein Schminktisch war, den hatte ich schon als Kind. Also als Jugendliche hatte ich den schon. Und den hatte ich jetzt 10 Jahre, glaube ich. Und ich finde, nach 10 Jahren darf man sich mal was Neues kaufen. Ich meine, meine Couch habe ich seit 8 Jahren. Ich liebe sie. Ich würde sie niemals hergeben. Wie soll ich sagen? Keine Ahnung. Ich finde, nach so vielen Jahren, nach teilweise dieses rosa Regal, falls ihr noch wisst, mein Kallax-Regal, das rosane, das habe ich jetzt auch nach 8 Jahren verkauft. 8 Jahre. Und ich finde, nach 8 Jahren darf man sich doch mal was Neues gönnen. So, vor allem, wenn man halt viel gespart hat, so wie ich. Und ja, jetzt habe ich hier fast 15 Minuten geredet, aber ich wollte das einfach loswerden, weil mich macht das nur so traurig. Und ich weiß, dass die Leute schreiben, zwar ist nicht böse gemeint und bla bla bla, aber es ist trotzdem nervig. Das ist immer so dieses, warum kann der sich das leisten? Warum macht der das? Wieso kann ich das nicht? Wie machst du das so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, darüber mache ich mir bei anderen gar keine Gedanken irgendwie. Also da bin ich echt froh, dass ich in der Hinsicht immer sehr auf mich selber fokussiert bin und ja, nicht immer so, mir nicht so Gedanken mache über andere Menschen irgendwie, keine Ahnung. Aber ich hoffe, das hat jetzt die Frage beantwortet, falls sich jemand wirklich die Frage gestellt hat. Und ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Es, ja. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, was ich mir jetzt gerade heute gekauft habe, weil, ja, einfach so, ich habe Bock. Und ich war bei Humana, wie gesagt, da gab es alles für 50% und das habe ich draußen gelesen und während ich dann drin unterwegs war, habe ich das vergessen. Und in der Kasse ist mir dann aufgefallen, shit, es hat 50% gegeben. Und ja, aber ich habe dann so 10 Euro bezahlt für 2 Teile, für 2 so Blusen, das ist schon geil. Also ich habe hier so eine Bluse. Die ist so, ja, keine Ahnung, die hat hier oben so ein bisschen, so, ja, ist hier Gold. Und so ein bisschen durchsichtig und so weiter. Ja, die sieht so aus. Hier unten ist sie einfach nur ein bisschen länger. Und ja, vielleicht hier mit so einem Gürtel. Ist halt für mich eher so ein Arbeitsding, glaube ich. Das sind so Sachen, die finde ich für die Arbeit schön. Die hat 12 Euro gekostet, aber dann halt natürlich nur noch 6 Euro. Und dann habe ich mir mal eine weiße Bluse gegönnt. Die hat gekostet, ja, 8 Euro, also 4 Euro. Und die finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Und ich muss mal kurz... Ja, wenn man die hier oben... So, ist ein bisschen groß, aber wenn man die hier oben halt so zuknöpft... Fand ich die ganz schön. Ja, dann habe ich auf dem Weg halt einfach diesen Teddy gefunden.
What can I say? Erstes Mal habe ich hier Kleiderbügel geholt, weil ich muss sagen, ich habe mir, glaube ich, 100 Stück oder 50 Stück oder waren es 100? Ich weiß es nicht mehr. Für drüben geholt. Ein bisschen war ich jetzt hin und her gerissen, weil ich mir dachte, soll ich mir, ich glaube, es waren 100 Kleiderbügel, die ich bestellt habe, und ich glaube, also ein Pack davon hat 25, sprich, ich habe 50 Euro für diese Kleiderbügel ausgegeben. Aber ich wollte halt wirklich, ja, wie soll ich sagen, einheitlich das eigentlich haben. Und jetzt hat es mich eigentlich genervt, dass ich mir jetzt die geholt habe, weil die sind ein bisschen anders. Die drüben sind eher so samtig. Und es waren wirklich schon die günstigsten, die ich gefunden habe. Aber ja, die sind jetzt hier so ein bisschen so Gummi. Haben hier so einen Gummi. Ja, egal. Hier haben 3 Stück 1 Euro gekostet. Und da dachte ich mir jetzt, komm, weil ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt alle besetzt. Aber wenn jetzt noch so 1, 2 Blusen vielleicht dazukommen, dann habe ich keine mehr. Von daher habe ich mir jetzt hier 3-mal, also 9 Stück insgesamt, 9 Kleiderbügel geholt. Einfach noch für, die sind auch sehr, sehr schmal, was ich ganz gut finde. Sind zwar jetzt nicht die gleichen wie die, die ich schon habe, aber ich glaube, das fällt nicht auf bei 9 Stück. Und wie gesagt, falls halt so eine Bluse oder so dazukommt, dann habe ich halt jetzt gerade keine Reserve mehr, weil ich wirklich alle aufgebraucht habe. Dann habe ich mir pinke Masken gekauft. Dann habe ich für drüben, weil ich doch den Fernseher, der Fernseher steht nämlich jetzt auch drüben, und ich habe auf der Seite, wo meine Regale stehen, habe ich keine Steckdosen. Sprich, ich muss mit Verlängerung arbeiten. Und ich habe hier noch so eine weiße oder so, einen weißen Dreierstecker. Aber ich habe mir jetzt hier noch 2 Stück in Schwarz gekauft. Also so Verlängerungskabel. Und da habe ich einen goldenen Topf gefunden. Der hat gekostet 4 Euro. Und es passt halt perfekt hier rein, keine Ahnung. Und bei Pflanzen gibt es bei mir eh keinen Stopp. Also auch für diesen Topf werden wir eine Pflanze finden. Dann habe ich was gekauft, wo, ja, keine Ahnung, ich fand es voll schön. Und zwar, ich habe ja schwarzes Geschirr. Und dann habe ich diese Schüsseln hier gesehen. Die fand ich recht hübsch. Und die sind so ein bisschen nicht so groß wie so ein Riesenteller, sondern die sind halt ein bisschen kleiner. Und ich weiß nicht, ich fand die Größe gut. Da habe ich mir gedacht, eins hat gekostet 3 Euro. Dann habe ich vor dem Umzug alle meine Auflaufformen entsorgt, weil die waren halt nicht mehr schön. Ich finde, mit der Zeit werden die einfach irgendwie ein bisschen, sind einfach nicht mehr schön. Außer du kaufst die einen für keine Ahnung wie viel Geld, aber nee. Deshalb habe ich die alle entsorgt und ich habe nur noch eine ganz, ganz große. Also die ist wirklich so groß. Und oft für mich alleine Ofengemüse dann zu machen, ist halt irgendwie so ein bisschen blöd, weil das ist so riesig. Und da habe ich mir jetzt noch eine kleinere geholt. Ja, dann bin ich an der Kasse, kurz vor der Kasse, ein bisschen eskaliert. Das war dann so eine Kurzschlussreaktion, weil ich nur noch so 5 Minuten oder 3 Minuten Zeit hatte, um zu gucken, weil es auch da zeitlich begrenzt war. Eine künstliche Pflanze für meinen Dschungel hier hinten. Also es mutiert wirklich zum Dschungel. Aber ich möchte vielleicht auch für drüben noch eine Pflanze mal gucken. Aber ich will hier irgendwie mit dieser grünen Wand. Und ich finde das hier mit diese Lampen hier, dadurch, dass die so warm sind, so, ich will hier wie so ein Dschungel. Ich habe hier einfach schön viel Platz und ich will mir hier so einen Dschungel aufbauen. Und dann habe ich die hier gesehen und die hat 15 Euro gekostet. Und ich glaube, ich habe die gleiche sogar schon. Ich glaube, die hier ist die gleiche wie die. Ich habe die gesehen bei Teddy und dachte mir, die habe ich doch schon. Und da ich dann mit der natürlich zufrieden bin, dachte ich mir, why not nochmal? Und für 15 Euro finde ich, die kann jetzt hier, mag sein, künstlich aussehen, aber wenn die hier irgendwo steht, auf den ersten Blick, wenn jemand reinkommt, der sieht nicht, es sind hier schon Leute reingekommen, die dachten, das ist alles echt. Also von daher, wenn man das so ein bisschen schön zurechtrückt, kann das schon echt aussehen. Und wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn es nicht echt ist. Also von daher. Und es gibt zwar auch wirklich richtige Billo-künstliche Pflanzen, also die wirklich nicht schön sind. Das brauchen wir gar nicht abstreiten. Aber für 15 Euro finde ich die, die passt, die ist schön. Und so eine habe ich, ich glaube, die gleiche habe ich hier sogar schon. Dann bin ich jetzt durch diesen ganzen Platz, den ich hier habe, richtiger Fan von diesen erhöhten Blumentöpfen geworden. Und der war mit 7 Euro auch wirklich ja, günstig, wie ich finde. Und genau, der ist halt schwarz.
Und dann sind die Pflanzen halt so ein bisschen erhöht. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich tendiere, ich glaube, dass ich den drüben hinstelle. Da möchte ich zwischen diese zwei Regale in der Mitte, glaube ich, noch eine reinstellen. Und ich glaube, das schadet es auch nicht, wenn die Pflanze dann so ein bisschen erhöht ist. Und das war mein Gedanke dabei. Und dann finde ich zum Beispiel immer voll gemütlich so, keine Ahnung, einfach so Körbe. Ich habe ja drüben von Butlers jetzt diese Körbe. Und dann habe ich den hier gesehen und ich fand den ja recht hübsch. Und ich dachte mir, den glaube ich könnte ich gut hier hinten hinstellen zum Kratzbaum. Und dann hier die, weil vorher in Passau hatte ich da so eine Box, so eine Schachtel. Mali, nein. Vorher in Passau hatte ich da so eine Schachtel stehen, wo diese Sachen drin waren. Und ich finde einen Korb halt schöner. Und ich glaube, dass ich da nämlich das Spielzeug von den Katzen reinmache, mit dem sie eh nie spielen. Von daher glaube ich, sieht es dann ganz schön aus und schöner als auf jeden Fall diese Schachtel, die ich sonst so hatte. Ja, Leute, das war's dann jetzt, würde ich sagen, mit diesem Video. Die Kamera zeigt mir schon über 20 Minuten an. Oh mein Gott, so lange wollte ich jetzt hier eigentlich nicht reden. Aber ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich muss mich echt mal wieder hier ein bisschen zusammenreißen, dass ich ein bisschen... Ich fühle mich zurzeit ein bisschen nicht so verbunden mit euch oder mit auch auf Instagram irgendwie. Ich bin so ein bisschen... Es ist irgendwie immer so viel zu tun im Sinne von noch mit der Wohnung hier noch was machen, da noch was machen. Und dann will ich halt einfach auch die Zeit nutzen und einfach, keine Ahnung, was machen, wohin gehen und so. Und vorher war halt wirklich mein ganzer Tagesablauf hat sich halt einfach gerade immer zu Hause abgespielt. Und in Passau gab es halt auch nichts, weswegen du irgendwie raus... Da konntest du nicht einfach mal so... Gut, konntest du schon, aber ich wusste auch nicht so richtig irgendwie mit wem. Und irgendwie war das so... Keine Ahnung, hier ist es... Hier sind die Möglichkeiten mehr. Und mir tut es auch immer noch gut, einfach ein bisschen rauszugehen. Und ich bin zum Beispiel... Keine Ahnung, ich würde, bevor ich hier... Wenn ich hier irgendwas räume, aber mir schreibt zum Beispiel jemand, ob ich Zeit habe... Bin ich lieber so, ich lasse hier alles liegen und stehen irgendwie, weil es mir einfach Spaß macht, einfach was zu machen. Und von daher bin ich halt oft so ein bisschen, ja, einfach gerade nicht so auf das fokussiert, wobei ich das eigentlich möchte. Und ich hoffe, dass sich halt der Alltag dann auch wieder einspielt, wo ich dann zum Beispiel auch, dadurch, dass hier auch noch nicht alles so fertig ist, bin ich immer eher so, ich will raus. Ich freue mich halt schon super auf meine Wohnwand. Das ist für mich einfach auch so was, was eine Wohnung so gemütlich macht. Je nachdem, wie die Wohnung vom Stil her ist und von der Größe und so. Aber ich finde, ich will einfach eine Wohnwand. Und hier stehen halt auch noch diese Schachteln. Und das macht das alles immer noch... Es ist gemütlich, aber noch nicht so gemütlich. Und deshalb bin ich immer noch so ein bisschen... Hier stehen noch so Schachteln rum. Dann, was soll ich mit meiner... meine Küche. Meine nicht vorhandene Küche. Das ist alles noch so ein bisschen, da bin ich auch nicht so zufrieden und ich gehe einfach super gerne raus, keine Ahnung. Und bin noch nicht so ganz, wie soll ich sagen, es ist schon besser geworden. Also am Anfang, die ersten Tage, wenn ich einen Tag komplett, den ganzen Tag nur hier in der Wohnung war, war ein bisschen schwierig, dieses Alleinsein irgendwie. Vor allem muss ich sagen, war ich die letzten Wochen jetzt ja doch nie allein. Also eigentlich seit Ende Dezember hat dann Chantal bei mir gewohnt, da haben wir ja auch 5, 6 Wochen miteinander verbracht. Dann habe ich ja noch 2 Wochen bei meiner Mama gewohnt und deshalb bin ich es irgendwie gerade auch gar nicht mehr so gewöhnt, allein zu sein. Und ich bin immer irgendwie so, gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, so, oh, heute habe ich irgendwie das vor oder heute mache ich irgendwie das oder so. Ja, von daher, aber es wird auch hier dann Alltag einkehren und, aber ich freue mich schon, wenn ich meine Sachen nochmal ausräumen kann, wie hier diese Kisten, das sieht halt einfach nicht so schön aus und so. Ja, ich rede viel zu viel, aber ich möchte einfach gerade das loswerden, weil, ja, mich nervt es selber ein bisschen, dass ich da gerade so ein bisschen unkonzentriert bin, habe ich das Gefühl. So würde ich es eigentlich am besten beschreiben. Ich vlogge, dann muss ich aber oft 2 Tage zusammenlegen, weil ich irgendwie nicht auf die Zeit sonst komme oder weil ich irgendwie nicht so viel vlogge, weil irgendwie so ein 4-Minuten-Video lade ich dann auch nicht hoch, dann lege ich lieber 2 Tage zusammen. Und gerade weil ich weiß, dass viele das mögen, wenn die Vlogs länger dauern. Und deshalb, ja, keine Ahnung, und da habe ich zurzeit das Gefühl, ich bin ein bisschen unkonzentriert. Und in Passau war halt der komplette Fokus da drauf.
weil es halt eigentlich gefühlt auch sonst nichts zu tun gab, da war das so gefühlt meine Lebensaufgabe. Und hier habe ich halt jetzt gerade echt, es ist einfach viel. Naja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt und ich bin wirklich jedem dankbar, der sich meine Videos trotzdem regelmäßig anschaut. Manchmal schaffe ich es noch nicht mal, die Videos auf Instagram zu teilen, aber trotzdem guckt ihr das. Also ich denke ja immer, ich muss auf Instagram teilen, damit ich den Leuten Bescheid sagen kann. Aber trotzdem, auch wenn ich es mal nicht geteilt habe, die Aufrufe sind trotzdem die gleichen. Also von daher, vielen Dank dafür, dass ihr da auch trotzdem wirklich immer am Start seid. Und genau. Ich freue mich, schreibt mir gerne in die Kommentare, was auch immer euch ihr denkt und ihr loswerden möchtet. Und dann würde ich sagen, ich setze mich jetzt nur noch auf die Couch und werde noch einen Salat essen. Und morgen kommt meine Wohnwand. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Okay.